Die Verbindung aus Herrschsucht und Leidenschaft, aus Machtstreben und Liebessehnsucht zieht sich wie ein roter Faden durch all die Jahrhunderte. Immer wieder haben die Mächtigen dieser Welt sich von der Faszination politischer und amoröser Abenteuer treiben lassen und die Geschichte um aufregende Kapitel bereichert. Das gilt auch für die ägyptische Pharaonin Kleopatra und für den römischen Herrscher und Weltenlenker Julius Caesar. Auch Georg Friedrich Händel ließ sich von dieser Love Story begeistern. Und so entstand im Februar 1724 mit Julius Caesar eine Oper, die durch eine Fülle an spielerischen Motiven, humorvollen wie auch tief ernsten Episoden, Verwicklungen und Intrigen jeden Zuschauer zu fesseln weiß. Georg Friedrich Händel nutzt die facettenreiche historische Folie mit den von Lust und Leidenschaft, von Rache und Mordgelüsten getriebenen Figuren für eine äußerst farbige, effektvolle Musik. Zudem spielt er mit der Buntheit des Librettos und entwickelt in den Rezitativen, in den Arien und den Chören eine Vielzahl bewegender, musikalischer Charaktere. Zuletzt war Händels Meisterwerk 1924 in Erfurt zu hören, im Zuge einer nach ganz Europa ausstrahlenden Händel-Renaissance. Die Inszenierung von Stephen Lawless betont die Zeitlosigkeit des Stoffes und greift dabei recht süffisant auch einige Filmklassiker auf. Gedacht werden darf an die exotische Kulisse Afrikas zu Beginn des 20. Jahrhunderts, einer Zeit also, in der Welten aufeinandertreffen, in denen große Politik, Liebe und Verrat sich begegnen. So entsteht eine Mischung aus Entertainment und dramatischer Opernszenerie. Und als die Lage sich schließlich zuspitzt, ist unser Held Julius Caesar doch Manns genug, mit dem Motto, er kam, sank und siegte, seine mittlerweile geliebte Kleopatra aus den Fängen des Bösen zu befreien und sie am Ende zu seiner Königin zu krönen.